Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Scout. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Scout. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe und abschließend gibt es dann wie gewohnt auch das Fazit. Scout ist erschienen bei Oingames vom Autor Kai Kaino. Und es ist für 2 bis 5 Personen ab 9 Jahre angegeben, 20 Minuten Spielzeit und in so einer kleinen Verpackung. Das ist man gewohnt, kleiner Verlag, auch solche kleinen Verpackungen. Da steckt aber wirklich sehr viel in dieser Box. Und 2 dieser Spiele von Oingames, 2 andere, habe ich euch auch schon vorgestellt und auch empfohlen. Das sind auch meine Highlights, ob Scout jetzt auch als drittes Highlight dazukommt. Schauen wir einfach mal. Tiefseeabenteuer haben wir euch damals vorgestellt und 9 Tiles Panic. Wirklich auch 2 richtig coole Spiele. Aber wir sind bei Scout. Wir befinden uns quasi im Zirkus. Wir scouten Artisten. Ja, von der Grafik schon ein bisschen speziell. Ob das Thema passt, das werden wir jetzt gleich sehen. Und ich habe schon ein bisschen aufgebaut. Das heißt, die Karten, die Plättchen liegen schon einmal aus. Und ich habe es jetzt aufgebaut für 3 Personen. Und abhängig von der Spieleranzahl müsst ihr Karten aussortieren. Wenn ihr zu dritt spielt, müsst ihr also die Werte mit den 10 aussortieren. Das ist immer unterschiedlich, auch wenn ihr zu zweit spielt, gibt es ein paar Besonderheiten. Aber da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Zu dritt möchte ich es euch zeigen, weil da lässt sich es einfach auch besser darstellen. Warum, wieso, dazu später mehr im Fazit. Das heißt, alle Karten werden gut gemischt. Und ich nehme mir quasi meine 12 Karten, die mir jetzt ausgeteilt wurden, auf die Hand. So, dass sie natürlich niemand sieht. Und die Karten, die zeigen natürlich unterschiedliche Werte. Und ja, nehme ich jetzt die oder drehe ich sie einfach um und nehme sie so auf die Hand. Und das ist die erste Entscheidung, die ihr treffen müsst in diesem Spiel. Das heißt, ihr müsst entscheiden, wie ihr die Karten auf die Hand nehmt. Das ist schon eine Besonderheit. Ihr dürft aber nicht mehr die Karten verändern, zuteilen, was natürlich gerne gemacht wird, dass man sie den Zahlen dann zuteilt. Und ich würde sagen, nee, ich nehme sie andersherum auf die Hand. Das ist das Erste quasi und dann nehmt ihr sie einfach so auf die Hand. Ein Plättchen, ein Startplättchen wird jedem zugeteilt. Hier natürlich noch ein Scout- und Showplättchen. Das bekommt jeweils, jeder Spieler bekommt so ein Plättchen. Einmal pro Runde kann man das einsetzen. Die anderen Plättchen, Punktetafeln, die Punkteplättchen, die benötigt ihr erst am Rundenende, am Spielende. Gespielt wird übrigens abhängig der Mitspieleranzahl. Hier sind es jetzt 3 Personen, die mitspielen. Das heißt, 3 Runden wird absolviert und der oder diejenige mit den meisten Punkten hat quasi das Spiel gewonnen. Vorsicht, in diesem Spiel kann es auch passieren, dass ihr am Rundenende Minuspunkte bekommt. Und jetzt zu den Aktionen und zu den Abläufen, die ich euch ein bisschen darstellen werde. So, ich mache jetzt diese Plättchen ein bisschen auf die Seite. Und das Erste, was man macht, ich bin ja hier im Zug, hier liegt ja noch keine Auslage. Ich wähle quasi die Aktion Show. Und bei der Aktion Show suche ich mir eine oder mehrere Karten aus. Ich könnte quasi jetzt die 1 ausspielen. Ich kann aber nicht die 1 und hier nochmal die 3 Einser nehmen. Die kann ich nicht auswählen. Ich könnte aber eine 5 oder 2 Fünfer oder 3 Fünfer dann ausspielen. Oder ich sage, ja, ich mache es erstmal ein bisschen langsam. Wobei, eigentlich ist es sehr gut, weil dann ist die 1 und die 1 hier wirklich zufällig. Die ist dann schon mal verknüpft. Das heißt, ich entscheide mich jetzt hier, 3 Fünfe auszuspielen und das andere schiebe ich zusammen. Und so kann man auch durchaus, auch wenn da Glück dabei ist, etwas taktisch agieren. Vielleicht spiele ich nachher die 9 aus, wenn es die Möglichkeit gibt, aber die 3 Fünfer liegen jetzt letztendlich aus. Show bedeutet allerdings auch, und das ist jetzt hier auch der Fall, ich habe hier eine 4 und eine 5, ich kann auch eine 4 und eine 5 ausspielen. Aufsteigend oder absteigend. Absteigen geht hier nicht. Aufsteigend, absteigen könnt ihr auch Show spielen, also ein oder mehrere Karten. Ich habe jetzt hier 3 Fünfe ausgespielt, ich hätte aber auch die 4 und die 5 ausspielen können. Je nachdem liegt aber hier schon eine Auslage. Das heißt, es liegen schon 3 Fünfer dran und ich oder der Nächste ist am Zug und will auch Show ausspielen. Dann muss er quasi hier diese Serie quasi überbieten. Zum Beispiel 3 Sechser oder 4 Sechser oder 5 Sechser oder eine Straße mit 3, 4, 5, 6 ausspielen. Also mehr Karten. Auch das ist eine Möglichkeit, um dieses Blatt hier zu überbieten und die Aktion Show zu nutzen.
Wenn man also diese erste Aktion schon macht, und ich habe es ja an ein paar Beispielen, sind auch übrigens in Anleitung ein paar Beispiele hinterlegt, das sollte man einfach gemeinsam durchgehen, aber überbiete ich quasi diese Karten, dann nehme ich diese zu mir oder diese Person und legt sie, das sind ja Punkte am Schluss, auch vor sich ab und seine Karten legt man dann aus. Das ist quasi die erste Aktion. Show, jetzt muss ich es natürlich richtig hinlegen, um die nächste Aktion euch zu zeigen. Die drei Fünfer wurden also von mir ausgespielt. Der nächste Spieler oder nächste Spielerin hat ja die Karten auf der Hand, vielleicht auch andersrum, am Anfang darf man das wählen, hat die Karten auf der Hand und merkt, na, ich will nicht, ich kann nicht, ich kann hier nicht überbieten, ich kann die Aktion Show also nicht ausführen. Und dann wählt man die Aktion Scout, die zweite Möglichkeit. Das heißt, man nimmt sich einfach hier diese Karte, das heißt vom Ende, oder diese Karte. Und nimmt man sich diese Karte auf die Hand, dann darf man natürlich überlegen, wo man sie einsortiert. Weil je nachdem schließe ich dadurch eine Lücke oder ich agiere sehr clever und habe jetzt natürlich hier weitere Optionen 4, 5. Jetzt wird man noch die 6. Wenn ich die loskriege, dann habe ich eine tolle Serie und habe ich natürlich hier einige taktische Möglichkeiten. Das heißt, durch die Aktion Scout wird es eine Karte weniger. Es werden natürlich immer weniger Karten, wenn immer gescoutet wird. Das ist auch, was der Hinweis angeht, was das Spielende angeht. Aber es werden weniger Karten und das war quasi der Zug. Die dritte Option, die man hat, und dazu hat ja jeder so ein Plättchen. Man kann das Plättchen abgeben und Scout und Show machen. Man nutzt also gleich die Aktion Scout, weniger Karten. Ja, jetzt kann ich ausspielen. Und nutze die Aktion Show, um gleich hier die Karten abzugreifen und meine Karten dann auszuspielen. Wir müssen, wie gesagt, dann schauen, was ihr ausspielt. Wenn jetzt hier die 5 und die 5 auslegt, klar, mit einer 6 und einer 6 könnte ich das ausspielen, das ist natürlich auch möglich. Wenn hier zum Beispiel eine 4 und eine 5 liegt, könnte ich zum Beispiel mit einer 5 und einer 5 das auch übertrumpfen, so nenne ich es jetzt einfach mal, und die Karten nehmen. Wie gesagt, Hinweise gibt es da in der Anleitung. Wenn ihr die Aktion Scout nutzt, ja, anwendet als Aktion, dann bekommt ihr auch so einen Chip, so einen Scout-Chip, den ihr auch für euch dann ablegt. Letztendlich ist das ja auch nochmal ein Punkt. Und jetzt gibt es natürlich zwei unterschiedliche Endbedingungen, wann das Spielende eingeläutet wird. Und man sieht es ja, ich habe keine Karten mehr auf der Hand, ich konnte alle ausspielen. Und die anderen, ja, die ärgert es, weil das Spiel, die Runde endet jetzt und ich habe keine Handkarten, also bekomme ich auch keine Minuspunkte. Die anderen, die allerdings noch Karten auf der Hand haben, die bekommen pro Karte einen Minuspunkt. Natürlich zählt man noch die gewonnenen Karten dazu. Ich habe ja auch hier ein paar Punkte gemacht. Ich zähle hier meine gewonnenen Karten und chip sie dazu und nehme mir natürlich die jeweiligen Siegpunkte hier aus dem Vorrat, abhängig von der Runde, die sammle ich ja. Wir spielen ja zu dritt, wir spielen ja über 3 Runden. Die zweite Möglichkeit, wann ein Spiel endet, ist, ja, keiner konnte die gespielte Serie, die Show, ja, durch eine weitere Show überbieten. Und alle haben quasi die Scout-Aktion gewählt. Dann freut sich derjenige, der die ausgespielt hat, weil dem seine Handkarten sind null wert. Aber ich, ja, ich konnte es nicht überbieten, wie gemein. Ich zähle meine Karten und auch hier zählt jede Karte einen Minuspunkt. Also die zwei Optionen gibt es und da müsst ihr nur schauen, wer abhängig von der Karte, auch abhängig von der Serie, jetzt Minuspunkte aufgrund seiner Karten auf der Hand noch bekommt. Ansonsten die Karten, die man dann vor sich gesammelt hat, beziehungsweise die Scout-Chips, die geben natürlich dann die Punkte. Und auch hier bekommt man dann auch die Punkte-Chips und spielt dann auch hier quasi weiter, wie gerade angesprochen, abhängig von der Spieleranzahl. Zu dritt, also 3 Runden und das waren auch schon alle Abläufe. Noch kurz ein Hinweis, was das Spiel zu zweit angeht, aber nur in Kürze, weil ich werde dann gleich auf das Fazit übergehen, weil zu zweit, ja, da bekommt jeder 11 Karten, ihr spielt quasi auch mit den Karten, die ihr habt, dann anschließend mit den anderen Karten, ihr bekommt dann gleich Scout-Chips am Anfang zugeordnet. Die Spielweise ist auch etwas anderes und ob sie sich die lohnt und ob die Spaß macht, dazu gehen wir noch gleich ins Fazit über, weil Scout, hier habe ich nochmal die Box, ist ein kleines handliches Spiel von Oingames. Die haben viele solcher kleinen Spiele. Ich habe ja auch schon Tiefsee-Abenteuer euch vorgestellt, auch ein tolles Spiel. Nine Tiles Panic, auch richtig cool. Ich glaube, da gibt es auch 2 Videos mit einem Gameplay damals auf der Messe, wo ich das euch gezeigt habe. Und Scout ist auch so ein kleines Schätzchen, was Spaß macht, was thematisch irgendwie, ja, ich scoute hier Artisten, gar nicht richtig zur Geltung kommt. Also thematisch, ja, hätte man auch irgendwas anderes draufpacken können, ist jetzt auch für mich jetzt grafisch kein, wo ich sage, wow, das muss ich mir sofort anschauen, fällt mir also jetzt nicht direkt ins Auge. Ich habe es gespielt,
muss aber wirklich sagen, nach den ersten Partien, ja, war ein gutes, solides Spiel. Und der Spaßfaktor ist gestiegen. Der Wiederspielreiz ist gestiegen. Und das sagt auch einiges über ein Spiel aus. Ich vergleiche auch bei vielen Spielen, da ist der Spaßfaktor recht hoch. Und mit der Zeit geht er dann weiter runter. Im Moment steigt der Spielspaß. Klar, der wird auch irgendwann etwas nach unten gehen. Aber aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, ist der wirklich sehr hoch. Sofern ihr, und deswegen auch gleich die Spanne, was das Zwei-Personen-Spiel angeht, mindestens zu dritt seid. Zu zweit würde ich es euch nicht empfehlen. Das macht keinen Spaß. Da fehlt einfach dieses tolle Element, diese Show, dieses Überbieten, dieses Scouten, die Möglichkeiten, die man dann hat. Das fehlt hier komplett. Also wenn mindestens zu dritt, soll, funktioniert auch schon zu dritt wirklich sehr gut, aber desto mehr, desto spaßiger kann auch sehr schnell enden die Runde. Klar, wenn ihr zu fünf spielt, spielt ihr fünf Runden, dann hat man einfach auch mal eine negative Runde, das kann passieren, aber zu zweit empfehle ich es euch nicht. Angegeben ist es ab 9 Jahre, viele der anderen Spiele sind, glaube ich, ab 7 Jahre, ab 8 Jahre oftmals angegeben. 9 Jahre spricht also schon ein Tick anspruchsvolleres Spiel, was hier hinterlegt ist. Ich vergleiche es jetzt auch gerne mit Krass kariert, ähnlich von der Spielweise, hier natürlich noch ein bisschen anders, aber ein ähnliches Spiel ist beispielsweise Krass kariert, wo man auch Karten dann ausspielt, Serien dann ausspielt, hier ist aber doch ein bisschen anders. Das Besondere ist gleich am Anfang, dass ich meine Karten dann habe und letztendlich dann auswählen muss, wie rum ich sie drehe. Und hier habe ich auch ein paar Erfahrungen gemacht. Ich komme mit den Karten, gut, klar, ich sortiere die oder sortiere die aus. Wenn man es aber beispielsweise, wir haben als Linkshänder bei uns am Tisch sitzen, mit Linkshänder spielt und welche, die die Karten gerne anders drehen, denen gefällt das gar nicht. Die haben ein Problem oder gefällt nicht der falsche Ausdruck. Die müssen sich umstellen, wie sie die Karten auf die Hand nehmen. Und das fällt dem einen oder anderen schwer. Und viele monieren ja oftmals dann auch, dass die Karten, warum druckt man die noch mit Zahlen nochmal hier auf der Seite auf? Hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Auf den Karten ist natürlich der Artist hinterlegt, den ich scoute, Henry, Susan, Helen. Das hat man versucht, ein bisschen thematisch reinzupacken. Das hätte man ganz weglassen lassen. Am besten hätte man es irgendwie abstrakt oder nur mit Zahlen dann dargestellt. Vielleicht auch das Thema ein bisschen neutraler dann dargestellt. Ich glaube, dann hätte es vielleicht bei dem einen oder anderen, was jetzt die Verpackung und das Thema angeht, vielleicht noch einen höheren Aufforderungscharakter gehabt. Aber spielerisch ist ja oft der Punkt, auch, der für mich oder für euch, je nachdem, auch ein bisschen entscheidend ist. Klar, das Auge spielt ein bisschen mit, aber spielerisch ist es wirklich cool. Ich vergleiche es ja immer mit Skyo. Skyo habe ich auch viele Kommentare von euch bekommen, haben auch viele im Bogen drüber gemacht, weil es einfach von der grafisch viele nicht anspricht. Thematisch, gut, da ist es eher abstrakt, aber auch vom Bild her, von der Grafik viele nicht angesprochen hat, aber ist aber auch bei vielen gezündet und gefällt auch vielen sehr, sehr gut. Und ich glaube, bei diesem Spiel, das findet auch bei euch durchaus Anklang, wenn ihr mindestens zu dritt spielt. Und ihr werdet hier wirklich sehr viel Spaß haben. Bei manchen zündet es vielleicht später ein bisschen, aber die meisten, die es gespielt haben, empfanden als ein gutes Spiel oder sogar sehr gutes Spiel. Ich empfinde es so zwischen gut und sehr gut. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es hat seinen Wiederspielreiz. Man muss allerdings, und das ist ein weiterer Punkt, durchaus einiges erklären, was die Endaktion angeht, wie man Karten ausspielt. Also schon ein Tick anspruchsvoller und deswegen auch als Angabe 9, Tendenz aus meiner Sicht, je nachdem, sogar höher, eher ab 10, weil es dann doch ein bisschen anspruchsvoller zu spielen ist. Es hat eine Anleitung, wo alles erklärt ist, aber da vergisst man auch gern, sehr klein jetzt geschrieben mit vielen Beispielen, Regeln für das Spiel zu zweit, zwar mit vielen Beispielen hinterlegt, aber da müsst ihr wirklich jeden Satz genau durchschauen, sonst spielt ihr es je nachdem falsch. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles richtig erklärt. Ihr dürft es natürlich gerne in die Kommentare hinterlegen. Ihr dürft aber auch auf jeden Fall hinterlegen in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Habt ihr schon gespielt? Spiel hat ja schon ein paar Monate jetzt auf dem Buckel, war zwischenzeitlich ausverkauft, gibt es jetzt wieder, glaube ich, überall im Handel. Ihr müsst mal schauen, wenn ihr es euch holen wollt, gerne beim Händler vor Ort oder nutzt die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. Es müssen übrigens auch keine Spiele sein. Das zur Kartenspiel Scout. Ich glaube, der eine oder andere wird sich sicherlich anschauen. Durchaus eine Empfehlung, ein tolles Spiel vom Mechanismus, abhängig von der Spieleranzahl. Thema klammert ihr aus und dann habt ihr mit Sicherheit genauso viel Spaß, hoffe ich mal, wie wir. Und wie gesagt, dürft es gerne in den Kommentaren ergänzen. Das zu allen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.